Hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew. Sehr schnell eine kleine Vorinfo. Und zwar haben die Jungs von einem Team, wo in meiner Subbox sind, vornehmlich der Simplex, netterweise einen neuen Background gemacht. Sieht ganz schnittig aus. Hier nochmal ein herzliches Dankeschön. Und ja, checkt mal ihren Kanal aus. Okay. Und dann wechseln wir sonst jetzt zum Hauptthema von diesem Video. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie und mit was für Ausrüstung ich mit den Shotguns klarkomme und mit welcher, dass ich vornehmlich spiele und mit dem sogar das eine oder andere gute Game schaffe. Weil, was ihr euch ganz klar müsst bewusst sein, die Shotguns oder die Schrotflinten sind wirklich, wirklich nicht gut im Modern Warfare 3. Es gibt kein Space 12 aus dem MW2, wo Kilometer weit schiessen kann. Es gibt auch keine Pumpen wie im Black Ops, wo ja sehr gut zu verwenden waren. Denken wir nur schon an die Olympia, die Stakeout und ja, vollautomatische Space 12 dort. Hier im MW3 sind sie wirklich, wirklich schwach. Sie sind zwar ein bisschen verstärkt worden mit einem der letzten Patches, aber das ändert nichts an dieser Tatsache, dass man mit einigen Toten muss rechnen, weil es natürlich auch eine Waffe ist für auf sehr kurze Distanzen und andererseits eben auch nicht allzu stark. Jetzt gehen wir doch mal schnell schauen. Hier durch meine Waffe Klasse 1, was es überhaupt für Shotguns hat, was ich schon freigeschaltet habe. Und von Anfang an hat man ja, glaube ich, die ersten zwei oder drei, egal. Es ist so, dass dort US-AS-12 habe ich noch nie wirklich ausprobiert, außer mal in einem Multiplayer-Modus, wo man einen Juggernaut muss killen. Die ist scheiße. Dann haben wir KSG-12. Die sieht auch sehr komisch aus und hat mich auch nicht wirklich angemacht. Dann kommen wir zum alten bekannten Sandy Ravage Killer Beast Space 12. Die ist etwas besser als anfänglich, ist ja wie gesagt gepatcht worden. Aber ich komme einfach nicht damit klar, dass sie nach jedem Schuss so muss nachladen. Auch wenn das nur kurz ist, schnell hinterziehen und dann ist das Ding geladen. Aber man muss einfach schon sehr, sehr genau schießen. Und zum Teil hat man voll auf die Leute drauf und dann gibt es gleich nur einen Hitmarker. Ich komme nicht wirklich damit klar. Die AA-12, eine der geilsten Pumpen, die es gibt, finde ich, im echten Leben. Wie ich es von den Videos kenne, selber habe ich natürlich noch nie eine Hand gehabt. Du kannst voll durchziehen, das Problem ist, wie es hier steht, Low Ammo, also es hat wenig Munition. Ich glaube, ich treffe auf 2-3 Gegner und dann habe ich keine Schüsse mehr. Und das zwingt mich eigentlich fast Scavenger 3 zu tun als erstes Perk und das passt mir eigentlich nicht unbedingt so, darum nein. Jetzt sind wir bei Striker. Shining Star. Ich finde, Striker ist mit Abstand die allergeilste Pumpe im MW3. Wieso? Ja, ich komme gut mit ihr klar. Mit dem Schalldämpfer funktioniert sie immer noch einigermaßen und man kann schön durchtriggern und die Schüsse verteilen. Wenn man jetzt nicht schnell nachladen drinnen hat, das Lay of Hand, dann lässt sie sehr lang nach, aber was soll's, man hat ja auch einiges drinnen im Magazin. Jetzt ein Problem, das ich finde, wo man mit dem Xbox-Controller ein bisschen hat. Dort tut man ja mit der unteren Taste, mit dem RT tut man ja schiessen und so bei V-automatischen oder Snipers-Pistolen finde ich, geht das gut. Wenn man aber jetzt mit dieser Pumpe wieder, immer wieder muss durchziehen muss und man muss bis ganz hinten zum Anschlag drücken, dann muss ich sagen, ist es auch ein bisschen mühsam. Nicht, dass es ermüdend ist, aber nein, ich weiss nicht, es wird einfach nicht wirklich hundertprozentig sauber erkannt. Das ist nur mein Gefühl, ich weiss nicht, ob sich das mit anderen deckt. Ich nehme an, dass es auf der PlayStation viel geiler ist, weil die schiessen ja, glaube ich, mit dem oberen Knopf. Also nicht mit dem, wo man eben reinziehen kann, um zum Gas gehen, Rennspiel zum Beispiel sauber, sondern eben mit dem Knöpfchen und dort kannst du eigentlich nur draufklicken und dann kleckern die Knarren. Denke ich, ist ein bisschen angenehmer. Aber man kommt auch gut mit einem Xbox-Controller damit klar. Gehen wir noch schnell zur letzten, zum Modell 1887, natürlich sehr stylisch, historische Geschichte, geile Nachladeanimation. Und das Teil schießt auch noch weit, aber ihr müsst den Gegner beim ersten Schuss treffen. Weil, wenn ihr noch einmal schiessen müsst, seid ihr meistens schon tot, bevor ihr fertig nachgeladen habt.
Darum auch keine Waffe für mich. Jetzt schauen wir doch schnell bei Striker rein. Was wir da alles so haben. Ich habe noch nicht viel frei gespielt. Habe jetzt auch noch nicht ganz so lange gespielt. Ihr seht, Waffenlevel ist erst 13. Der Kick ist natürlich immer sinnvoll, damit man nicht gross verzieht. Wobei, bei neuen Distanzen, wenn man verzieht, schießt man vielleicht nicht auf den Bauch, sondern auf den Kopf. Und dann kann das dann noch gut sein. Ich habe es trotzdem drin. Fokus ist auch easy. Das ist ja, dass es weniger hin und her schwabbelt, wenn man getroffen wird. Zwei Attachments, also Waffenzusätze, sind sicher auch noch easy. Da kann man den Griff und den Schalldämpfer drauf tun, wenn man will. Mit dem Messer kann man etwas schneller messerlen. Ich habe das mal ein bisschen ausprobiert. Es ist also schon geschwinder, aber jetzt nicht massiv. Und dann auf die hier bin ich sehr gespannt, weil das tut ja eigentlich die Weite, wie ich schiessen kann, ein bisschen erhöhen. Ob das Sinn macht mit einer Pumpe, ist fraglich. Aber es könnte interessant sein. Und auch sehr interessant wird natürlich der zusätzliche Schaden sein. Wobei, rein von den Zahlen, ist das, glaube ich, im sehr kleinen Bereich, wo es dann wirklich raufgeht. Es gibt da dann nämlich noch einen anderen Trick, wie man den Schaden kann erhöhen. Und zwar sehen wir jetzt das hier mit den Aufsätzen, Zusätzen, Attachments. Der Grip sorgt natürlich für ein bisschen mehr Genauigkeit, das ist immer hilfreich, finde ich. Entweder tue ich da drauf oder der Schalldämpfer. Wenn ich sie flankiere, dann schöne Rücken einfallen, dann ist das aber ganz, ganz ein schönes Späßchen. Und die Knarren sind richtig abgefahren, wie eine Laserpistole mit dem Schalldämpfer. Der Rohpunktvisier finde ich für einen Arsch. Ich meine, wieso genau können müssen zielen, wenn Gegner eh nöch müssen sein, dass man sie killen kann. Mua. Das gleiche gilt für das Holographische. Und jetzt wird es richtig interessant, weil bei den erweiterten Magazinen hat man natürlich nicht nur mehr Schüsse, die man durchpumpen kann, sondern in der Schrotflinte kommen eigentlich immer mehrere Kügel näher aus den Patronen raus. Und normalerweise sind das bei Striker, wenn ich mich nicht täusche, sind das 6 Kügel, Einzelschüsse, die aus der grossen Patrone rauskommen. Und wenn ihr erweiterte Magazin drauf tut, ist aus irgendeinem Grund, werden aus diesen 6 werden 9. Also die haben eigentlich 1,5 mal so viele Schüsse. Das ist 1,5 mal grössere Chance, den Gegner zu treffen und 1,5 mal grössere Chance, den Gegner auch zu töten. Weil du machst ja auch 1,5 mehr Schaden pro Schuss, wenn dann die kleinen Kügel 1,5 mal mehr auskommen. Ich hoffe, ihr habt es geschnallt. Ist ganz eine gute Sache, freue mich richtig drauf, wenn ich das habe, dass ich das mal ausprobieren kann. Jetzt können wir sonst schnell meine Klassen anschauen, die ich im Moment am probieren bin. Einerseits haben wir hier Striker, den ich mit dem Griff versehen habe und Kick, um möglichst genau reinzulassen. Ich habe die FMG 9 noch dazu genommen, falls mir irgendeine Munition ausgeht oder ich schnell wechseln muss. Dann finde ich es ganz wichtig, eigentlich eine Granate dabei zu haben. Sei jetzt das Frag oder das Semtex, spielt nicht einmal eine Rolle. Ihr könnt auch das Wurfmesser nehmen. Aber ihr müsst eben schon auch ein bisschen auf Distanz etwas ausrichten können. Auch wenn das nur einmalig ist, es hilft in gewissen Situationen extrem, wenn man nur eine Granate auf Distanz werfen kann. Dann Flash sind auch ganz wichtig, weil wenn ihr flankiert, was ihr mit dieser Waffe einen Weg machen müsst, dann ist es sehr sinnvoll, wenn man Gegner dann noch schnell blenden kann. Von hinten rein und dann sind sie schnell dunge. Bei den Perks habe ich Extreme Conditioning genommen. Eigentlich logisch, weil klar, man büßt schnell nachladen ein, was zum Teil ein bisschen problematisch kann sein, aber man will ja auch möglichst schnell eigentlich Gegner, wie schon häufiger erwähnt, können flankieren. Geradeaus einfach rein ist häufig, vor allem wenn es gerade eine lange Sichtlinie gibt, eher unglücklich. Ist logisch, die reden Bumpi, aber wenn ihr sie flankiert, seid ihr immer gut dabei, darum Extreme Conditioning eigentlich ein Muss. Wobei eben schnell nachladen ist schade, dass man das nicht brauchen kann. Dann als zweites Assassin. Sorry zusammen, alles andere ist eigentlich für nichts, weil ihr seid jemand, wo auf Nachkampf aus ist, ihr seid jemand, wo muss flankieren, ihr müsst Wege nehmen, wo ihr unentdeckt bleibt, darum ist das eigentlich die einzige Möglichkeit in meinen Augen. Vielleicht wird sich das noch ändern. Als drittes ganz klar, Steady Aim, das ist wunderbar, das tut nur dafür sorgen, dass die Schüsse gebündelter oder die Kügel eben gebündelter rauskommen, das heisst, es ist tödlicher. Jetzt habe ich die Support-Klasse gewählt, weil ich gewusst habe, dass ich Mengen tot werden sterben. Und durch das habe ich gesagt, scheiß drauf, wenn ich verrecke, behalte ich das Zeug.
haben wir schön easy mal Drohnen und Counter-Drohnen drin, dass da Gegner mal ein bisschen einerseits aufgespürt und verwirrt wird. Und dann am Schluss noch CMP, das würde eigentlich keine Rolle, ich einfach irgendwie denke, wenn einem Gegner noch ein bisschen Sicht genommen wird, bin ich vielleicht noch ein bisschen weniger gut sichtbar, wenn ich hier mit Extreme Conditioning hinge um die Ecke flitze. Zweiter Versuch hat sich eigentlich gar nichts geändert. Bei der Waffe, bei den Aufsätzen ist es aber so, dass es mit dem Schalldämpfer das mal ausprobiert wurde. Und ich muss sagen, klar kann man etwa nur so weit schiessen, wie man pissen kann. Aber das reicht ja in den meisten Fällen. Und wenn es dann so ist, wenn ihr auf zwei Gegner eigentlich antreffen, könnt ihr die auch locker ohne Schalldämpfer wegfetzen. Aber mit dem Schalldämpfer macht ihr die zwei fertig, fällt eine schöne Rücke rein und zieht dann noch weiter führen und könnt dann noch andere Gegner vielleicht auch noch verwünschen. Darum, mir hat es gefallen. Darum hat sich dann eigentlich die dritte und für mich finale Klasse daraus gegeben. Und zwar bleibt der Schalldämpfer drauf. Aber ich habe dann auf die Spezialisten-Pack eigentlich gewechselt, weil ich halt schnell nachladen doch sehr vermisst. Scavenger wird dann irgendwann auch extrem hilfreich, wenn man Munition wieder aufnehmen kann. Und wenn man am Schluss der Super Soldier ist, ist es eh hure geil, mit den Striken dann rumzuflitzen. Darum habe ich mir den Spezialist aufgebaut und ihr seht, bei den Perks habe ich es gleich gelassen. Als erstes bekomme ich dann Slay of Hand, also schnell nachladen. Dann habe ich gedacht, ja, ich will dann auch nicht irgendwie vom Heli schnell abgefiedelt werden, wenn ich mal draussen rumziehen müsste. Darum Blind Eye. Am Schluss noch Scavenger, also zum Munition aufnehmen. Und beim nächsten Kill, oder bei den nächsten zwei Kills besser gesagt, gibt es ja dann auch alle. Und da fühlt man sich dann richtig wohl. Das sind meine Tipps und Tricks, wie man sich so eine Pumpi-Klasse, namentlich Striker-Klasse, aufbaut. Probiert es mal aus, es macht wirklich noch Spass. Und geht davon aus, dass ihr ein paar Mal sterbt, ihr habt eine Pumpi, vergesst das einfach nicht. Ich meine, ihr werdet niemals irgendwie es zu null schaffen. Also, ich will jetzt hier nicht den Teufel in die Wange malen, aber die Chancen sind extrem klein. Und ihr seid einfach eingeschränkt, aber das Erlebnis vom Spiel ist eigentlich ganz, ganz ein cooles. Und darum, ausprobieren, Spass haben, macht's gut. Merci fürs Zuhören, schönen zusammen.